Moin, herzlich willkommen zurück zum F1 2020 Zeitfahren. Beim letzten Mal konnten wir die Zeiten leider nicht vergleichen, weil die Server nicht verfügbar sind. Und ich weiß nicht, ob man das beim letzten Mal schon gesehen hat und ich habe es einfach nicht gelesen. Aber beim Neustart habe ich festgestellt, wurde mitgeteilt, dass sie gerade Serverwartungsarbeiten machen. Also, ja, gibt gerade keine Server. Aber gut, dann machen wir trotzdem weiter. Ich arbeite einfach unsere Liste von oben nach unten durch. Als nächstes ist Russland dran in Nass. Da war ich zuletzt unter den Top 73. Pff. Geht gut los. Oh, trotzdem ordentlich Zeit rausgeholt. Ist interessant. Wo kommt die Zeit her? Ach du Schande. Was ist da los? Trotzdem Rutscher so viel Zeit jetzt trotzdem noch rausgeholt. Das ist ja interessant. Hä? Was mache ich denn da? Wie bin ich denn beim letzten Mal gefahren? Das rascht mich jetzt etwas über. Ich werde mit der Geist-Standardzeit verglichen. Das bringt ja nicht wirklich was. Keine Ahnung, ob ich jetzt besser bin oder nicht. Werden die Zeit nicht lokal gespeichert? Sehr merkwürdig. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht alles umsonst. Keine Ahnung, ob ich jetzt schnell bin oder nicht. Kein blassen Dunst. Ich bin jetzt in Zeit gefahren. Keine Ahnung, ob die besser war oder nicht. Keine Idee. Und vergleichen kann ich mich ja auch nicht. Ja, das ist ja herrlich. Ich mache dann einfach mal weiter und hoffe, dass die Zeit irgendwie gespeichert und hochgeladen wird. Moment. Frankreich. Trocken kommt als nächstes. Keine Ahnung, ob die Zeit gut war. Pff. Anscheinend wird noch nicht mal die eigene Zeit lokal gespeichert. Ich hoffe, das gilt für die, die wenigstens, die ich jetzt gefahren bin. So, jetzt muss ich... Es ist total nervig, dass sofort diese Meldung... Ja, nee, nicht wiederholen. Ja, ist okay. Meine Güte. Ich will nur das Setup laden und fahren. Frankreich trocken. Frankreich trocken. Und los geht's. Oh. Kann mir vorstellen, dass es halt mittlerweile nicht so einfach ist, mich zu verbessern. Also nicht ganz so einfach. Das heißt, ich fahre vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt schnellere Zeiten. Ich weiß es nicht. Wird mir ja nicht mitgeteilt. Ich kriege hier nur die Geist-Standardzeit als Vergleich. Oh
verloren. Das ist jetzt ungültig. Manu. Keine Ahnung, ob ich schnell bin. Ich war einfach nur... Ach, das war wieder ungültig. Na gut, dann ist sowieso egal. Ey. Ja, so machen wir es nicht. Mist, vergessen die S zu drücken. Kann schon sein, dass es etwas schneller ist, als ich zuletzt war, aber woher soll ich das wissen, ne? Ist echt doof gerade. Ah, viel zu weit raus. Ja, jetzt bin ich wohl eine Zeit gefahren, aber ich weiß nicht, wie gut die ist. Noch keine Möglichkeit, das zu vergleichen. Und keine Ahnung, ob die hochgeladen wird. ja, kann ich nochmal nach Spanien nass gehen und da nochmal weiterfahren? Moment, Spanien nass. Ich meine, ich übe ja eigentlich trotzdem, ne? So ist es ja eigentlich schon, aber ich habe keine Ahnung, ob das Üben, was ich mache, einen Effekt hat. Also es hat einen Effekt, ja schon, aber man ist halt dann mehr geübt, weil man schon mehr Erfahrung hat. Abbrechen. So, jetzt bin ich hier drüben. Nicht, komm, wiederholen. Abbrechen. Ja, okay, okay. Ist gut. So. Spanien nass. Oder steht da irgendwo zufällig, dass die Zeit nicht hochgeladen werden können und daher nicht gespeichert werden oder sowas als Warnung und ich klicke das die ganze Zeit weg? Keine Ahnung. Ja, gut. Und vorne an. Geist-Standardzeit mal wieder nur. Das war alles andere als schnell, ne? Aber ich habe keine Ahnung, was das wirklich bedeutet.
Also ich kann so eigentlich nicht weitermachen, wenn die Zeiten noch nicht mal lokal gespeichert werden. Und ich nicht weiß, ob die überhaupt hochgeladen werden, die ich jetzt gerade fahre. Das ist ja alles sehr... Ja, weiß ich nicht, sinnfrei, was ich gerade mache, ne? Hätte ich mir meine Zeiten aufgeschrieben, könnte ich jetzt nachschauen, ob die jetzt gut sind oder nicht. Ne, habe ich aber nicht. Habe ja auch keine Möglichkeit, jetzt nachzuschauen. Weil die anscheinend nicht lokal gespeichert werden. Warum auch immer. Welchen Sinn hat das? Ja, schön. Ich war schneller als die Geist-Standardzeit. Aber das ist auch keine Kunst. Hat das jetzt was gebracht? Ich weiß es nicht. Machen wir einfach weiter. Als nächstes auf der Liste steht Großbritannien nass. Da wären wir bei 72%, wenn ich es denn geschafft haben sollte, da jetzt hinzukommen. Keine Ahnung. Großbritannien, hier nass. Okay, gehen wir mal dahin. Ja, und dann werde ich einfach warten müssen, bis die Server wieder verfügbar sind, bevor ich weitermachen kann, weil so geht das ja eigentlich nicht, ne? Bringt ja eigentlich nichts, was ich hier mache. So, rüber, wiederholen, schnell rüber, wiederholen. Ach nee, bin schon eben. Okay. Konnte nicht hergestellt werden. So später erneut. Ja, ist okay. Steht hier, stell sicher, dass du angemeldet bist und dein Netzwerk angeschlossen ist. Ja, warum denn? Also, ist die Frage, muss ich nur angemeldet sein, damit ich die Zeiten von den anderen Leuten sehen kann? Oder geht es auch um meine eigenen Zeiten, dass die überhaupt gespeichert werden? Anscheinend werden sie ja nicht. Wie gesagt, hab das Gefühl, sie werden nicht lokal gespeichert. Und das ist ärgerlich. Huch, das war abgekürzt. Okay. Schade. Dann ist sowieso egal. Dann nochmal ganz nach vorne. Einen gewissen Übungseffekt hat das, wie gesagt, wahrscheinlich schon, ne? Man merkt nichts davon. Das ist das Problem. Und das macht die Sache frustrierend. Also angenommen, die Zeiten werden jetzt nicht gespeichert, ne? Dann würde ich irgendwann dahin zurückkehren, zu diesen Strecken. Wenn ich wieder Internet habe und dann fahre ich wieder mit Internet, sodass die Zeiten gespeichert werden. Und die Zeiten, die ich dann fahre, sind dann wahrscheinlich ein bisschen besser als die ich jetzt fahre. Könnte ich mir vorstellen. Aber das ist alles Spekulation. Ich kann ja noch nicht mal beurteilen, ob ich jetzt eine Kurve gut genommen habe im Vergleich zum letzten Mal oder nicht. Ja. Die Standardzeit ist ja kein Maßstab. Da kann man ja machen, was man will, und man ist schneller. Also keine Ahnung, ob ich jetzt schnell bin oder nicht. So, bin auf jeden Fall jetzt in Zeit gefahren. Und damit lasse ich es jetzt gut sein. Mit dieser Strecke. Und wir gehen nochmal weiter zur nächsten. Das wäre nach Großbritannien nass, Abu Dhabi trocken.
Da wären wir bei den Top 72%. Abu Dhabi trocken. Nein, die Zeit nicht umstellen. Trocken. So. So. Ja, wiederholen, schnell rüber. Wiederholen, schnell rüber. Abbrechen, bin ja schon drüben. Abbrechen, okay. So. Abu Dhabi trocken. Also ich fühle mich auf jeden Fall halbwegs schnell, ob ich jetzt tatsächlich schnell bin. Wie gesagt, keine Ahnung. Ah. Oh. Die linkste scheint noch nicht ungültig zu sein. Das heißt, die kann die gleich anschließen. Jetzt kann ich mich mit meiner Zeit von vorhin vergleichen, immerhin. Als Ziel setzen, schneller als diese persönliche Bestzeit jetzt zu sein, ne? Das war zu eng. Ich starte nochmal neu. Ja, das dachte ich mir schon. Das war zu eng. Langsamer. Okay.
bisschen schneller, okay. Ah doch, das geht doch. Hey, eine schnellere Zeit. Okay, ich denke mal, das reicht erstmal. Keine Ahnung, ob die jetzt gespeichert wird. Wir werden es vielleicht erfahren, wenn die Server wieder da sind, ob ich dann besser in der Rangliste positioniert bin. Wäre auf jeden Fall schön. Keine Ahnung, ob das so sein wird. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn die Server wieder funktionieren. Also bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 € geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.